So, liebe Leute, FIFA 21 ist wieder am Start, Spieltag Nummer 11 und damit herzlich willkommen zurück zu, ja, eben FIFA 21, natürlich zu unserer kleinen Karriere hier. Wir sind mittlerweile in der Liga 2, ungefähr. Das erste Saisondrittel ist durch, Saisondrittel ist durch und wie gesagt, nächster Gegner heißt eben Dynamo Dresden. Das ist der Tabellenvierte und mit einem Sieg können wir uns ein bisschen absetzen nach hinten oder ein bisschen absichern nach hinten. Ja, und das werden wir versuchen heute, ne? Was geht's? Es dürfte sogar ein Auswärtsspiel sein, was jetzt das Heimspiel haben wir gewonnen. Und dann geht's im Pokal weiter gegen Heidenheim. Aha. Okay, dann weiß ich zumindest, wer der nächste Gegner ist. Durchaus machbarer Gegner. Jo, gehen wir rein. Auf jeden Fall ins Match. So, ich muss mal wieder ein bisschen rotieren. Das ist aber auch nur der Grund, wegen dem, weil jetzt mehrere wichtige Spiele anstehen. Guck mal gerade, ob da so ein bisschen wieder so noch Bujelab McKennie. Ich könnte mal eine neue Sechser probieren. Merjan Bastuan mal auf die Sechser setzen. Einfach mal was probieren. Ja, doch, passt. Gut, einfach mal ein bisschen durchrotieren. Und dann geht's los. Dragovic wird der neue, ist der Kapitän für heute. Und dann legen wir los. So, warte mal, da, genau, pass mal das kurz ab. Und dann, wie ich gesagt habe, ist es ein Auswärtsspiel. Habe ich auch schon, glaube ich, in der letzten Folge mal gesagt. Die beste Abwehr gegen die stärkste Offensive, es ist eine interessante Begegnung. Gleich rollt hier endlich der Ball in der Begegnung von Dynamo Dresden gegen Schalke 04. Na, herzlichen Glückwunsch an die Feind, ja, geil. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Spielfehler drin. Aber wenn ich jetzt die Karriere starten muss, dann kann willkommen ich das Display abbrechen. Zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde, willkommen in diesem tollen Stadion. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolffuß und Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Dynamo Dresden gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Auf der einen Seite also die beste Defensive und auf der anderen Seite die Mannschaft mit den meisten Toren. Das sind natürlich zwei verschiedene Spielphilosophien, die da aufeinandertreffen. Wir dürfen sehr gespannt sein. Na gut. Ich hoffe, dass alles mit dem Tor drüber kommt. Irgendwie habe ich ein bisschen Störung mit dem Headset. Ich hoffe, dass alles soweit gut ist. Also, ja, ist jetzt blau-weiß gegen schwarz-gelb. Allerdings ist es halt, wie gesagt, Dynamo Dresden letzte Saison abgestiegen, aufgestiegen letzte Saison. Ich habe sie ja quasi hoch in die zweite Liga simuliert. Sind, glaube ich, momentan sogar Tabellenführer in Liga 3. Da ist die Startaufstellung der Gastgeber. Letztes Spiel gegen Ingolstadt 4-0 gewonnen. Offensiv an 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Wir sehen bei Ihnen heute 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variieren. Ein bisschen rotiert habe ich selber. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und die ist der Top-Torjäger mit 17 Saisontoren, wie Simon Terodde. Auf geht's. Spiel Nummer 11 in dieser Saison. Läuft, zumindest in der Liga. In der Europa League sind wir relativ gut dabei. Im DFB-Pokal treffen wir morgen auf Heidenheim. Und dann ist es der Rosum, der aber mit der ersten Situation nach 5 Minuten. Das letzte Ligaspiel war dieses 7-3 in meinem Spiel gegen Paderborn.
Jo. Mal gucken, wie es heute läuft. Oder wie es heute wird. Ob es ähnlich torreich wird. Mal gucken. 7-3 war es, ja. Doch, 7-3, genau. Ja, könnte gefährlich werden. Und jetzt haben wir die erste Chance. Wir muss ich für die Dresdner. Das war gut gemacht. Bostuan. De Rosun. Und gib ihm. Bostuan. Mal wieder seit langem in der Startformation. Oder haupt mal wieder im Kader. Aber einfach mal ein bisschen. Ah! War Versuch wert. Ich wollte da vorbeigehen. Das hat doch nicht so ganz funktioniert. Vlachodimos. Ja, ja, der griechische Vlachodimos. Ich glaube, weiß gar nicht, ob der mit dem ehemaligen Stuttgarter Odyssea Vlachodimos verwandt ist, der jetzt bei Benfica spielt. Gute Flanke. Müsste ich nachgucken, tatsächlich. Ich glaube, es war der Bruder. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Aber gut, das ist jetzt nicht Hauptteil dieser Aufnahme. Super, ja, und dann haben wir gut abgefangen den Ball da vorne. Also die Dresdner haben den Ball gut abgefangen und seinen Steilpass nach vorne. Chance zur Führung. Ja, das ist abseits, okay. Es gibt sogar Freistoß. Dragovic. Bei der Kotschap. Berger. Terodde. Schönes Ding, der Rosun. David hat der Rosun. Und Kubilanski. Absolutes Traumtor. Da ist dieses Tor nochmal. Einfach mal Volley genommen, abgezogen und drin der Ball. Ja, der erste Ball von der Rosun noch abgeblockt und dann. Ja. So, macht Kubilanski Tor Nummer 11, wie gesagt, vielleicht in dieser Saison. War schon Torjäger in Liga 3 und jetzt legt er schon in Liga 2 genauso weiter. Den ziehe ich auch gerne mit hoch in die Bundesliga. Gespannt, aber das müssen wir, ist das mal Zukunft. Erstmal hier diese Saison überstehen. Also, wie gesagt, wir führen erstmal 1-0, das ist erstmal der erste Schritt. Und Dresden ist übrigens ein Dritter, so nebenbei. Also, dieses ist quasi sogar noch das Topspiel um den Relegationsplatz. Und der Keeper hält den Ball. Karls. Kubilanski. Schön da an dem Verteidiger vorbei. Zweimal abgeblockt. Also der erste war der Querpass, also der letztendliche Abschluss. Naja, stark. Mal gucken. Der ist erstmal weg, 32. Minute. Dresden hat natürlich etwas. Will natürlich jetzt kommen oder ein bisschen gucken, dass wir was machen, aber bis jetzt haben sie auch noch keine Torschüsse. Ich sehe schon. Guter Ball, kein Abseits. Flanke kommt. Nicht auf den richtigen Mann und damit ist das Ding eigentlich verpufft. So, wir haben noch gute 10 Minuten und es hat zwar erstmal. Vielleicht was werden. Oh, der war nicht schlecht. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Der geht nicht rein. Jetzt und vielleicht. Tor! 1-1. Kurz vor der Pause dann noch das Tor. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann macht er das super aus der Halbdistanz. Wuchtig im Tor untergebracht. Ja, nochmal der Treffer. Auch da war wieder Willen dabei, genauso wie bei Kubilanski. Einmal abgeblockt, zweimal abgeblockt und dann rein damit. Julius KD 1-1, der Ausgleich für die Dresdner. Trifft auch der Adler Torjäger. Ich glaube, für den ist es jetzt mittlerweile Tor auch Nummer 8 oder sowas. Ich habe es jetzt gerade nicht geguckt. Und Terodde wird abgegrätscht dort. Guter Pass. Ja, reißt hier unsere kleine Siegesserie hier ausgerechnet im Topspiel. Dresden hat ja auch wieder in die das Bundesliga hoch. Pass und Pass und Pass und Pass und Pass und das mit einer schöner Ball. Sensationell. Und jetzt vielleicht auch noch irgendwie die Führung zur Pause, aber das. Schwacher Zweikampf, da muss er. Da hat er nur noch. Und Tor! Zu viel zum Thema. Und dann vielleicht noch die Führung. Wahnsinn. Dresden dreht. Der nächste Treffer. Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Scheiße.
Also, Tor für Dynamo 2-1 und damit dürfte es für die Heimat aufs Herz zur Pause gehen. Ja, Ausgangspunkt war dieser Fehlpass, da müssen sie aufmerksamer sein. Also das ja, das haben wir uns ein bisschen eigen, selber zu. Ja, also selbst eingebrockt. Also. Nachspielzeit wird angezeigt, eine Minute. Und da verlieren sie den Ball. Und wieder so ein blöder, unnötiger Fehlpass und damit steht es tatsächlich für Dynamo 2-1. Für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Die wichtigste Szene der ersten Hälfte, kurz vor dem Pausenpfiff. Die Hausherren sind doch noch. Ja, sind doch noch in Führung gegangen. Und damit gucken wir mal auf die anderen Spielstände. Jan Regensburg zur Pause. 0-1 gegen Aue hinten. Osnabrück in 60, 1-0. Paderborn gegen Hannover 2-1. Und hier steht es 1-1, und hier steht es 2-1 für Dynamo Dresden. So, also haben wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen was zu tun. Das haben wir aber schon im Viertel gehabt, das Szenario. Da lagen wir nämlich auch schon zur Pause 2-1 hinten. Und am Ende gab es dann kurz vor Ende noch das 3-2. Mal gucken, was heute passiert. Gut, ich könnte die Niederlage verschmerzen. Klar wäre es ein Rückschritt, aber sie würde nicht wehtun. Jetzt die Flanke. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Zumindest was punktetechnisch betrifft. Also moralisch natürlich, klar. Würde sie mir persönlich wissen. Das würde sie mir wehtun. Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir da mal wieder ein bisschen in das Spiel zurückfinden. Dass wir jetzt hier nicht von den Dresdnern gerade ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß. Alter, das war doch kein Foul. Und das könnte so etwas. Das war doch absolut beigewöhnt. Die haben schön weggegrillt eigentlich. Und da sagt der Schiedsrichter, nö. Da gibt er doch das Foul. Eine Auswechslung. Ah, das war ein Scheißpass. Sie verlieren den Ball. Ja, im Moment haben Terodde, der kommt momentan auch nicht wirklich auf Position. Muss ich vielleicht sogar Gandula noch einmal werfen. Und Dresden mit der nächsten Chance, 57. Ich komme aber auch nicht wirklich ins Spiel rein, ne? Renault, Dragovic. Vielleicht sind die. Der Adalas doch zu hoch. Also diese Wechselung hier. Gefährliche Position. Wieder ein doofer, blöder Fehlpass. Ja, könnte was werden. Beide wollen jetzt haben wir es. Bella Kotschap. Ja, aber gut gelöst, Jonas Karls. Er macht da hinten zu viele Fehler momentan. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Halbe Stunde, ja. Terodde, vielleicht jetzt mal irgendwas noch auf die Reihe zu bekommen. Vielleicht der Ausgleich. Es bleibt gefährlich. Kominanski. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Amate. Für eine Rettungsstart. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Ja! Der Ball ist im Tor. Und das ist ein Torjäger. Wenn der gar nicht zu sehen ist, macht er dann irgendwann nur noch ein Tor. Und damit drehen wir die Partie wieder um. Oder beziehungsweise stellen erstmal auf Ausgleich. Hier, Amate, der das Ding holt. Schöne Flanke und Terodde kann sich da durchsetzen. Und schraubt sein Konto auf 18 nach 11 Spieltagen. Also, erstmal die Führung. Beziehungsweise nicht die Führung, sondern erstmal den Ausgleich. Und dann haben wir ja, Dresden mit der Chance. Jonas Karls. Mertjan. Kobylanski. Kein Abseits, oder? Gibt's ja doch. Ja, gibt Abseits. Scheiße. Wir haben noch gute 20 Minuten, um hier das Ding noch zuzumachen. Das wäre ein Backpoint für uns, wenn wir das Ding hier gewinnen. Also, beziehungsweise wieder Sieg der Moral. Oh, der war nicht doof. Der war schlecht verteidigt. Und wieder nur von der nächsten 3-2. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Und wieder nachgesetzt und wieder reingegangen. Es ist dieser blöde Ball da hinten raus, den ich komplett absolut unterschätzt habe. Und wieder nach 72 Minuten. Also versuchen wir es mal gleich mal im Wechsel. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Das ist kurz vor Schluss. Wir haben noch gute 20 Viertelstunde. Krüger. Bringt den Ball jetzt an den kurzen Pfosten. Ja, ich muss rein. Ich muss jetzt wechseln. Das bringt jetzt nichts. Also klar, Terodde hat getroffen, ansonsten hat er nicht wirklich auf die Reihe bekommen. Ich probiere es natürlich jetzt mal mit einem Doppelwechsel oder mit einem Dreifachwechsel muss ich sogar was reinbringen. Kobylanski muss ich drauf lassen, weil der hat ein bisschen mehr Power. Jetzt bringe ich noch Robin Hack rein und ja, wechsel halt in der Offensive einfach mal komplett durch, weil das
Alles andere bringt jetzt gerade nichts. Ich muss jetzt irgendwas riskieren. Und zumindest hier noch ein Pünktchen mitnehmen. Irgendwie was mit nach Hause nehmen. Hosina. Dragovic ist mal. Die geht aber auch drauf. Ja, komm, dann nimm nochmal einer mit. Jetzt, der Rosen. Ein Pass mit viel Auge. So, Flanke kommt. Tor, nein. Das war aber ein richtig guter Tor, da hat fast alles gestimmt. Ernsthaft, der steht am 5-Meter-Raum und kriegt das Ding nicht ins Tor unter. Weihrauch, ja. Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. 5 Minuten. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. So, ein auf Dresden. Also, ja, ich befürchte, dass es hier diese zumindest kein Sieg sitzt. Vlachodimos. Und er schießt. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Mit den Fingerspitzen. Ja, den unterschätzt. Also, wie gesagt, klar, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir heute die Niederlage kassieren. Und jetzt der Konter. Abgefangen. Ja, das war's. Schade. Und das sitzt die tatsächlich erste Saison Niederlage. Die Dresdner schlagen uns mit 13-2. Also diese Pleite, die kann ich mir nicht erklären. Sie haben nie in dieses Spiel gefunden. Es ist alles, aber auch alles an ihnen vorbeigelaufen. Ja, du führst mit 1-0, kriegst dann kurz vor Pause noch die zwei Dinger. Gehst auf den Ausgleich, hast noch die Chance auf das 3-2 und kriegst dann quasi im Gegenzug wieder so durch so einen unnötigen Ball, der hinten rausgespielt wird, vorne das 3-2 und kommst nicht hinterher. Ja, aber so kann man passiert halt. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Scheiße. Naja, ist halt passiert jetzt. Gehen wir kurz ins Interview. Die Niederlage war einfach eine Marke unnötig. Klar, bitter, tut mir natürlich auch weh. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Die Serie ist gerissen. Und jetzt müssen wir heute mit dem Kopf, mit dem Pokal weiterkommen. Punkt. Für Dresden war es ein Big Boy, definitiv, weil die jetzt wieder ein bisschen rangekommen sind an uns. Und vor allem in Richtung Aufstieg auch. Danke für das Gespräch. Ja, ist leider jetzt passiert. Gut, dann sind wir durch für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Pokalspiel gegen Heidenheim in der Runde 2. Wir wollen als Titelverteidiger da erstmal weiterkommen. Die Niederlage in Dresden abhaken und hoffentlich ein bisschen wieder reinkommen. Naja, bis dahin und tschüss.